das ist das erste Mal auf unserer Tour, dass wir einen längeren Küstenabschnitt unmittelbar am Wasser entlang fahren. Das ist schon echt stark. Ja, das ist schon hier absolut mit Abstand der schönste Abschnitt, den wir bisher gefahren sind. Und auf der linken Seite gibt es eine Villa schöner als die andere. Absolut unglaublich. So, auf dem Campground sind wir 3 Nächte. So nach der ersten Nacht, das war alles wunderbar hier. Wir haben auch gutes Internet, das ist nicht immer so auf den Campgrounds. Und ja, jetzt machen wir einen Tagesausflug, so rund 10 Meilen von hier. Und dann schauen wir mal, was wir alles hier so sehen können. Gold Coast in Mississippi ist sicherlich der schönste weiße Strand, den wir bisher in den USA gesehen haben. Das ist also am Golf von Mexiko. Einfach cool. Da haben wir irgendwie keine Menschen sehen, obwohl wir haben sicherlich um die 20 Grad. Schatzlein, was machst du denn da gerade? Nach was sieht das aus, mein Lieber? Das sieht aus wie Rouladen, ja? Genau, Rouladen. So wie in Deutschland. Wow, wow, gutes wow. Gutes Fleisch. Und das mit den begrenzten Möglichkeiten hier. Ach, Schatz, jetzt filmst du mich, habe ich auch noch Salz und Pfeffer vergessen. Und Mostrich. Mensch, nee, das schöne Senf. Schöne Senf. Senf von Heinz Ketchup. Heinz Senf. Nicht Bautzener, hier gibt's Heinz. What? Jetzt kommt der Speck. Ziemlich fettig hier. Zwiebeln. Schmecken genauso wie in Deutschland. Kein Unterschied. Jetzt kommen noch die guten Hengstenberg drauf. Krönender Abschluss des Ganzen. Und Hengstenberg hier gekauft. Mhm. Nicht mitgebracht natürlich aus Deutschland. Gab's auch hier. So, hier putzeln wir jetzt die Rouladen in der Pfanne. Mal sehen, wie es was. Vielleicht ganz gut. Also dieser Campground hier mit Swimmingpool, der aber im Augenblick nicht benutzt wird. Als auch dafür hier ein bisschen zu kalt ist. Das ist einer von diesen klassischen Campgrounds, klassische Qualität. So, dieser Campground hat sogar eine richtig vornehme Rezeption. Das haben die meisten Campgrounds so in der Qualität nicht. Da ist der Name von dem Campground Majestic Oaks in Biloxi, Mississippi. So, wir gehen jetzt entlang der Straße hier auf der Suche nach einem Friseur für unsere liebe Heidi. So, ich habe meine Heidi jetzt hier im Beauty-Salon abgeliefert. Das hier ist die Veterans Avenue. Symbolmäßig steht der alte Militärtruck hier. Ah, der Sand ist schon total gut. Ja? Die aber alle 5-6 Meter über dem Boden sind wegen der Überflutungsgefahr. Hier ganz cool. Lucy's Retired Surfers Bar and Restaurant. Cool. Also wir sind hier komplett off-season und bin wirklich fast der Einzige, die hier anbieten. Trotzdem kann ich mit kurzen Hosen T-Shirt laufen. Also nicht wirklich kalt. Sehr angenehmes Wetter. Hier im Augenblick nicht in Sichtweite ist eine kleine Insel, die heißt Ship Islands und hat auch eine interessante Historie mit African American Soldiers. Interessant zu lesen.